Aber ich starte jetzt hier schon mal die YouTube-Aufnahme. Hallo, liebe YouTube-Zuschauer! Wir befinden uns hier und werden heute den zweiten Teil quasi von Beyond Two Souls spielen. Oh, ist doch ziemlich laut, ne? Okay, ich hoffe, es ist so besser. Das Problem ist, die Sprache ist halt so super leise. Das ist immer so ein bisschen blöd. YouTube-Aufnahme habe ich schon. Bin jetzt. Habe ich schon gestartet. Ich will mal ganz kurz auf Twitch gehen und mal kurz hören, wie sich das so für euch anhört. Ach, jetzt habe ich doch gesehen, wie viele Zuschauer wir haben. YouTube-Aufnahme habe ich schon. Bin jetzt. Habe ich schon gestartet. Ich will mal ganz kurz auf Twitch gehen. Aber jetzt ist gut, oder? Wie sich das. Ich will nicht zurück in die Garage. Oh mein Gott, ich habe schon wieder vergessen, dass wir an dieser widerlichen Stelle sind. Nina, fühl dich geschlagen. Ja, also auch die Dance Breaks und sowas, das kann ich natürlich jetzt nicht, nicht machen, während ich am Stream bin, aber ich werde, also am Spielen bin, aber ich werde es nachholen. Crossinia! Vielen Dank für die Spende! Zum Glück habe ich das noch gesehen, weil das wird mir nämlich nicht bei Twitch angezeigt, das wird mir nur in Streamlabs angezeigt. Vielen, 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 vielen Dank, meine Liebe. Vielen, vielen Dank. Dicker Kaus. Kaus. Dicker Kaus an dich! Okay, seid ihr bereit? Also für die, die beim letzten Mal am Ende vielleicht nicht mehr da waren oder so, wir waren in so einem Keller und dann mussten wir in so einer Garage und das war so ultra creepy und... Ach so, ich sollte jetzt dann vielleicht auch den Emote-Chat anmachen. Achtung, 3, 2, 1, es geht los. Okay, testet mal. Camrose Robbie, vielen Dank für 3 Monate. Guckt mal, ob ihr jetzt nur Emotes senden könnt. Yay! Ich finde das voll cool. Ich finde das richtig, richtig cool. Und jetzt könnt ihr raushauen ohne Ende, Leute. Ihr könnt raushauen ohne Ende. Also macht, wie ihr lustig seid, ne? Genau. Und auch wenn ihr irgendwie, wenn ihr versucht, mir irgendwas zu sagen oder so. Ich muss mal irgendein Fenster zu machen. Ah! So. Let's get ready to rumble. Ich mache mein Mikrofon extra mal nah an mich. Das Doofe ist natürlich, dass ich jetzt nicht sehen kann, wann ihr genug hört und sowas, aber naja, ich kann, warte mal, ich mach mal Discord nebenbei auf und wenn es irgendwie zu laut oder zu leise ist, dann können mir die Mods, die am Start sind, ich glaube, Ragey Peanut ist auch da und Prinzessin Erbs ist ja auf jeden Fall auch da, dann könnt ihr mir auf Discord schreiben. Damit ich es dann sehe. Okay? So. Gut. Okay! Dann mal los! Jodie? Hast du das Öl geholt? Ach so, das hat da oben tatsächlich gespeichert. Ich dachte, warte mal, haben wir die Kiste schon? Haben wir die Kiste schon runtergeholt? Ja, ne? Ja. Okay, dann auf zum Öl, würde ich sagen. Oh, ich finde das so lustig mit den Emotes. Ich hoffe, euch gefällt das so auch, weil dann habt ihr trotzdem noch sowas zu tun, während ich hier am Spielen bin. Und es kann aber nicht gespoilert werden. Ich finde, das ist echt eine super Sache, weil wir haben natürlich erst darüber gesprochen, wie das mit dem Sub-Only-Chat ist, ob wir einfach einen Sub-Only-Chat anmachen, aber im Endeffekt kann dann trotzdem ja noch gespoilert werden. Und ja, oh mein Gott, jetzt sind wir wieder in der Creepy-Garage. Wenn wir nur den Emote-Chat anhaben, dann kann nichts passieren. Ja, geh. 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 Ja, Melina, das habe ich heute aktiviert mit den Caps. Okay, also wir wissen ja jetzt schon, wo das Öl steht, deswegen gehen wir jetzt einfach ganz schnell da hinten hin. Boah, diese effing Puppe. Hä? War das beim letzten Mal auch? Mein Controller hat einfach vibriert.
Muss ich irgendwas mit ein hier machen? Ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht wieder da hängen bleibt, weil das wäre ultra abgefuckt, weil dann ist mein Game nämlich im Arsch. Okay, wir haben das Öl. Wir haben das Öl. Und let's get ready to rumble. Alter, was ist das für eine weirde Scheiße? Stop it! Ach, das ist da der Trockner oder was das ist? Oh mein Gott. Ich bin hier, Schatz. Hä, dann war das ja beim letzten Mal so mega verbuggt. Es war nur die Glühbirne, Schatz. Dein Vater ist. Es war nur die Glühbirne! Ich hab was gesehen, Mami. Das hast du dir bestimmt nur eingebildet. Da ist nichts. Guck. Leute, nehmt eure Kinder ernst. Okay, ich habe meiner Mutter auch mal gesagt, da ist ein Monster unter meinem Bett. Ich hatte ein Hochbett, also es konnte gar nicht. Ach, ist ja auch egal. Ist okay. Das Spiel ist sehr leise im Vergleich zu dir. Ich wusste es. Das Problem ist, ich finde keine gute Mitte. Ich habe es jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Vielleicht müssen wir einfach in den actionreichen Szenen das dann leiser machen und mich lauter, wenn dann so Action ist. Und wenn es halt so ruhig ist, dann machen wir es halt andersrum, nicht wahr? Okay. Was willst du? Hey Schätzchen, warum spielst du nicht draußen im Garten? Was, warum? Ich rufe, wenn es Essen gibt. Ich will nicht raus. Was war das bitte gerade für eine creepy Scheiße? Schatz, ist es jetzt besser? Es ist wirklich kalt draußen. Ach so. Ich bin hardcore unterwegs, ich brauche keinen Mantel. Ich habe mir überlegt, ob ich sowas auch machen soll, das da an der Treppe, weil wir haben ja jetzt auch ein Treppengeländer. Ja, besser. Okay, sehr gut. Let's go! Muss ich da raus oder in den Garten? In den Garten, ne? Ja. Bye, bye! Miss American Pie. Nein, ich gehe ja schon. Okay. This is our garden. Ist langweilig und ich friere. Ist das egal, oder, Aiden? Dir ist nie kalt. Warte mal, wie tief ist denn der Schnee? Ah. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. War nicht, als wir die Szene zum ersten Mal gespielt haben, war da nicht, war es da nicht warm? Jeder kann auch in den Soundeinstellungen schauen, ob sie die Effekte runterstellen kann, dass die Sprache lauter ist. Das schauen wir jetzt mal nach. Ich kann hier aber, glaube ich, nur Sprache, Steuerung, Schwierigkeit. Das ist natürlich, wenn ich jetzt zum Hauptmenü gehe, dann springt das natürlich, bringe ich auch die Zähne zurück. Aber wir wollten ja die Schwierigkeit runterstellen, ne? Genau. Damit uns die Richtung angezeigt wird. Hier geht das nicht, wir können später mal im Hauptmenü gucken. Warum schreiben alle nee, nee, nee? Was ist los? Was ist los? Oh, ich liebe das mit dem Emote-Chat, das ist so witzig. Ach so, wegen ob es da nicht Sommer war. Hallo, wollt ihr mit mir spielen? Kommt, ihr Nasen, alle auf mich! Das wirst du bereuen, Fiesling! Erwischt! Ich glaube, ich
glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das wirst du bereuen, Fiesling. Das. Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Oh oh. Böses Mädchen. Oh. Entschuldigung. Du könntest auch mal helfen. Hauptsache Mama merkt das gar nicht. Die steht da hinten am Fenster. Also, du bist der Beste. I know. Falsche Taste. Es tut mir sehr leid, Leute. Hä? Ach so, ich muss gedrückt halten. Oh mein Gott, ich bin auch so verzweifelt, als ich den Stream nochmal angeguckt habe, dachte ich mir so, oh Nina, du alte Schnepfe. Mach doch mal das, was da steht. Aber ich bin immer zu übereifrig. Ja! Komm mal schnell, versteck dich, du wirst sonst eingesalzt. Okay. Ich muss echt werfen? Au! Oh, das war ja dumm. Komm, mach das schon! Oh, ja, das war Physik vom Allerfeinsten. Los auf ihn! Bitte nicht auf mich, ja? Ich hasse das. Das wirst du bereuen, Fiesling. Kann ich das Mädchen auch abwerfen? Ich habe irgendwie im Gefühl, dass Aiden jetzt gleich noch was Dummes macht. Zweimal. Du bist tot, kleiner Wicht. Ich hab dich. Nein, lass mich gehen. Nein, nein, stopp. Oh, ich hasse das. Ich hasse das. Oh, wenn man viele Emotes schickt, dann wird man auch gedingst. Oh, oh, Entschuldigung. Was? Ich musste den würgen. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Habt ihr gesehen, was sie gemacht hat? Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe! Ich schwör's euch! Jodie Holmes ist eine Hexe! Komm mit! Wir gehen heim! Komm, komm mit! Geh jetzt! Seid nicht wie er! Seid einfach nicht wie er, Leute! Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst! Die anderen haben gespielt! Ich wollte nur mitmachen! Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp! Ich habe gar nichts gewirkt! Aiden war es! Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jodie, nein, diesmal geht's richtig Ärger. Nein. Der wollte uns hauen. Geh in dein Zimmer. Jetzt. Ich hasse den Vater. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Noch so. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir. Ich habe die Schwierigkeit runtergestellt. Mami! Ich habe Angst vor den Monster, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Aber guck mal, das in der Garage war ja was anderes als Aiden, oder? So, jetzt mal ganz kurz. Selina, herzlich willkommen, Universum! Und Brorilla, herzlich willkommen, Universum! Warst du nicht gestern in dem Stream, den ich angeguckt habe? Hä? Ich will sie nicht ärgern. Kann ich das Licht anmachen? Sie nicht so anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen.
kleines Mädchen. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Subs. Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster. Hör sofort auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, wo wir beide krank sind oder tot. Hä? Was ist das? Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Was will es mir sagen? Alle Lichter spielen verrückt. Die Arme. Aber die hat auch einfach überhaupt kein Nachtlicht, ne? Und dann noch dieser Wind. Ew, ich hasse das. Oh. Sie ist aber auch so ein süßer Engel, ne? Muss ich jetzt mit Aiden sprechen? Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Boah, das ist aber auch so effing leise, ne? Wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. What the fuck? Was? Cody! Cody! Lass mich! Ist alles okay? Wurde sie gekratzt? Oh Gott, was ist passiert, Schätzchen? Du hast gesagt, Monster gibt es nicht. Tut es doch, Mami. Tut es doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, was sagt ihr dazu? Ist das korrekt jetzt so? Oh ne, jetzt ist der Button hängen geblieben. Ist nicht mein Ernst. Okay, wartet. So, was sagt ihr dazu, Leute? Ihr könnt jetzt wieder schreiben. Ey, wie krass war das bitte? Das ist doch, aber das hat doch nichts mit einem zu tun, oder? Ich bin so hardcore verwirrt. Das einfach. Es war mega spuckig. Das war so heftig. Das ist ja mal so creepy. FSK 16 gerecht, ja, ist so. Sie meinte bei dem Gespräch auch, es waren die Monster. Aber warum bin ich leider Silber? Ich war eigentlich blau. Ich habe das umgeändert. Jetzt ist Silber besser als blau. Einfach scheiß Dad. Ohne Spaß, was zur Hölle ist das für ein Vater? Und heißt das, sie wurde adoptiert? Ich habe auch das Gefühl. Also bitte nichts in den Chat jetzt schreiben für die es schon mal gespielt hast. Haben. Du hast keinen Keks gegessen, hat Anna gerade geschrieben. Oh mein Gott, ich konnte einen Keks essen? Wir haben ja diese Kiste beim letzten Mal runtergeholt und da war ja dann so ein Rückblick, wo Mutter und Vater im Krankenhaus waren und dann haben die irgendwie so gesagt, es tut mir leid, bla bla bla.
Und dann hatte ich das Gefühl, dass die vielleicht ihr Kind verloren haben und dann adoptiert haben. Aber ich weiß es nicht. Deswegen, keine Spoiler jetzt natürlich in die Kommentare. Ich bin super, warum sollte sie adoptiert sein? Ja, habe ich so ein Gefühl, weil die jetzt gerade ja auch so geredet haben. Also ich weiß nicht, ob ein Vater, ein leiblicher Vater, so über sein eigenes Kind sprechen würde. Also es gibt sicherlich solche Leute, aber okay, ich muss mal ganz kurz. Erstmal, Claudi, liebe Grüße an dich. Und Claudi wünscht sich auch noch einen Dancebreak, deswegen machen wir noch ganz kurz einen Dancebreak. Ich muss den Dancebreak aber mal höher stellen, weil das können sich zu viele leisten. Das ist, ich glaube, ich muss das auf 100.000 stellen. Aber deswegen machen wir eine kurze Runde Entspannung. Dance Break. Okay, ich hoffe, ihr habt mitgetanzt. wow, okay. Ich glaube nicht. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt. Wir können ja mal, ich mache mal eine Abstimmung. Was ihr denkt, ist Jody adoptiert? Und dann könnt ihr nämlich mal mit abstimmen. Machen wir mal 2 Minuten. Ich glaube eher, dass es der Stiefvater ist und der Mann von der Mutter gestorben ist. Oder vielleicht so, das kann auch sein. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man so über seine eigene Tochter redet. Sein eigen Fleisch und Blut. Also das ist Nina direkt aus. Hey, meine Ausdauer ist gleich null. Meine Mutter kam rein, als du getanzt hast. Ich habe mitgetanzt. Geil. Ach Gott. Okay, let's go. Achso, ich muss den Dings wieder anmachen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ich mach den... Ah, mein Gott, ihr seid crazy. Achso, das war ich. Hä, hey, warum geht Jody, das denn jetzt doch? Wach auf. Na? Was ist los? Glaube mir, das geht, dass Väter so sprechen, aber ich erkläre dir auf das tut mir sehr leid. Ich drück dich, liebe Rachy Peanut. Ist nur der Vater mit dem Auto? Forschung der anderen Seite gestartet, die Infrawelten nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, die eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen. Ey, mal ganz kurz stopp, ne? Das ist ja wirklich so heftig wie Stranger Things, ne? Ich finde das so krass. Also, ich weiß nicht, ob Stranger Things sich einfach so krank an diesem Spiel orientiert hat oder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dieses Spiel nicht, also dass sie nicht von diesem Spiel wissen, weil da sind ja so viele Übereinstimmungen, das ist schon richtig heftig. Jetzt haben die auch noch ein Portal geöffnet, wo man mit Aiden dann irgendwie in Kontakt treten kann oder so. Also, it's suspicious to me a little bit. Durch die Kluft und der Kondensator ließ sich nicht runterfallen. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt. Ja, ist immer gut, wenn man nicht weiß, was da noch ist. Ne? Ich muss ja ganz kurz hören. Es tut mir a little bit. Durch die Kluft und der Kondensator ließ sich den Tod davon. Okay, jetzt hört sich das aber gut an. Jetzt ist der Sound gut, ne? Von der Lautstärke. Weiterfahren. Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Nee. Ich tu's. Übrigens hat Ja gewonnen, dass Jody adoptiert ist. Du kannst sie nicht da reinschicken. Was denkst du dir? Verstehst das nicht? Sie ist die Einzige, die das beenden kann. I'm the boss. Gibt es irgendwelche Informationen von drin? Irgendwas? Ist das die Kleine? Verzeihung, ja, Sie können it's me. Hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Rollt mir doch bitte noch den...
roten Teppich aus. Alter, was ist denn hier passiert? Also Leute, falls ihr mal irgendwie auf die Idee kommen solltet, es wäre gut, ein Portal zu öffnen, seht das hier als ein großes Nein an. Als ein ganz großes Nein. Was macht sie denn hier? Was ist denn da drin passiert? Ich rette euren Arsch! Er muss sofort in ein Krankenhaus. Los, auf der Stelle! Sie behalten uns etwas. Eine Strahlung, Leute. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, auch was ich dir sagen kann. Wenn etwas im Keller ist. Jodie. Ziemlich gute Indizien. Die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Ich schaff das. Keine Sorge, ich habe nicht vor zu sterben. Na, dann ist ja gut. Wenn sonst nichts ist, ne? Der Schluck ging übrigens an. Irgendwer hatte gerade Trinkeinschluck gemacht. An Claudi. Das war noch der Schluck für dich. Rosi, vielen Dank für 6 Monate. Ich hoffe, ich... Ah, Joanna, auch vielen Dank für 6 Monate. Oder Joanna. So. Dann schauen wir mal, was hier los ist, ne? Es ist der Demogorgon. Ich will jetzt alles erforschen, weil ich habe gerade einfach einen Keks verpasst. Aber ich habe Schiss. Och. Easy. Sieht nett aus hier. Das ist Ketchup, ne? Da hat jemand wohl den Hotdog mit so viel Ketchup beschmiert. Da steht Warning. Was machen wir? Wir gehen durch. Also am liebsten würde ich einfach nach Hause gehen. Ich mache jetzt mal wieder ein bisschen leiser. Damit ihr nicht gleich wieder hier einen Hörsturz kriegt. Ich versuch's. Hä, irgendwie ist die Kamerasteuerung jetzt so voll komisch geworden. Ach so, das ist die vereinfachte Kameraführung. Ich verstehe. Okay, das ist gut für uns. Das ist, weil ich die Schwierigkeit ja hochgestellt habe. Runter. Hä? Streng dich an, Girl! Geh rein! Ja! Was muss ich tun? Hä? Ach so, das zu ihrem Kopf lenken. Ich erinnere mich. Nee, hä? War das nicht so? Ach, aber da rein, ne? Ja, so war das.
Fivehead. Vielversprechend. Gut, tschüss. Muss ich jetzt den Aufzug betätigen? Restricted Area. Auch mal ein richtig gutes Zeichen. Falls ihr irgendwo eine Restricted Area seht, it's the way to go. Security Level. We love it. We love the Risiko. Ach, noch ein Toter. Wie schön. Kann ich mit dem Knopf was machen? Nope. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Ich guck kurz, ob sonst noch irgendwas hier ist. Nobody, nobody. Drei Tote. Feuer! Noch ein gutes Zeichen. Hab ich das richtig gesehen, dass ich mag nicht. Ich meine, zum Glück habe ich falsch gedrückt, ne? Wir gehen aber natürlich. Ach so. Das ist ja jetzt echt easy. Der schickt uns jetzt immer so da durch. Ist ja toll. Ich darf jetzt gar nicht mehr frei fliegen. Bitteschön. Kann ich jetzt noch die anderen Sachen machen? Achso, da konnte ich noch machen. Aber ich gehe erstmal mit ihr jetzt hin. Alles gut bei euch? Ich weiß. Alles entspannt? Ich fühle es auch. Sie sind hier. Bleib dicht bei mir, okay? Was kann ich denn hier mitmachen? Gut. Boah, das finde ich richtig schwer. Also ich finde alles schwer an diesem Spiel, aber das hier ist...
Mehr Blut. In der Decke sind Schächte. Vielleicht, wenn ich da hochkomme. Ah. Easy. Zu dem Zeitpunkt war sie ja noch nicht bei der CIA, ne? Okay, ich will nicht wieder runter. Ach so, Aiden muss es. Aiden-Action machen. Du darfst. Ist bestimmt gar nicht heiß. In so einem, weiß nicht, Edelstahl-Ding. Aluminium. Wenn da drunter ein Feuer brennt. Wo kommt das her? Ey, sie zeigt aber auch so gar keine Reaktion, ne? Ihr ist es einfach so egal. Aber ist ja schon geil, dass man dann halt immer sehen kann, was so passiert ist, ne? Na komm. Potente Konzentration von Energie. Die verwenden wir zum Öffnen eines Steppers. Aber das sind ja auf jeden Fall unsichtbare Mächte, ne? Aber die halten hier auch einfach so eine Rede, während einfach alles drumherum brennt und zusammengestürzt ist. We love it. Don't go to the fire. Kann ich es ausmachen? Danke. Hier lebt auf jeden Fall noch jemand, oder ist es Jody? Ist das die Person? Das macht keinen Sinn, Aiden. Okay. Ich wollte. Soll ich das machen? Kannst du mal ein bisschen bedankbar sein, was ich hier alles für dich tue. Nee, also das ist ja jetzt richtig unnötig. Lass mich, ich muss hier durch. Es ist ein Obscurus! Oh. Es ist ein Obscurus, Leute. Hier irgendwas verpasst? Eine Erfrischung oder so? Wenn ich schon den Keks verpasst habe.
Oh, da liegt ja noch jemand. Hallo. Nicht so nett. Nicht so nett. Laura, ich grüße dich. Okay, also hier geht's nicht lang. Oh, es wird immer qualmiger. Oder bilde ich mir das ein? Okay, Aiden. Let's go. Können wir hier noch irgendwas machen? Ah. So, und jetzt sind wir der Soda-Automat, oder was? Oder war das nur für Licht? Hä? Was war das denn? Warum kann ich denn da überall was machen? Das war ja jetzt auf jeden Fall nötig. Geht's hier wieder irgendwo oben lang? Soll der jetzt auch noch sein, oder was? Cola! Der soll ich auch noch sein, okay. Hä? Ist das hier so ein Zeitvertreib für mich? What the fuck? Hier ist ja noch irgendwo jemand. Ich höre ja jemanden, aber wo denn? Oder war das noch in dem anderen Raum? Kann ich da lang? Boah, diese Kameraführung, ne, die macht mich bekloppt. Bei dem war ich ja. Warte mal, ich gehe nochmal ganz kurz in Aiden. Hallo? 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 Hier komm. Hallo, kurze Meierpause. Oh, das wollte ich nicht. Kurze Meierpause. Hallo, bitte nicht auf die Tastatur. Na, kleine Maus. Es ist Amaya-Time. Hallo. Oh, jetzt guck mal, Amaya. Schicken alle deine Mode in den Chat. Du hast ein Käppi. Du hast ein Käppi auf. Mal ein bisschen ASMR. Das ist schön. Willst du hier bleiben? Du kannst dich auch. Guck mal, willst du dich nicht ins Körbchen legen? Pass auf. Ich habe dir ja so ein super tolles Körbchen gekauft. Ups. Und da kannst du dich so wundervoll reinlegen. Guck mal, geh mal da rein. Okay, sie ist direkt wieder rausgesprungen. Super. Warum gehst denn du nicht raus eigentlich? Es ist doch raus, geht Zeit. Okay, es geht weiter, Leute. Das war kurze Verschnaufspause. Warte, dann lese ich nochmal ganz kurz hier die
Subs vor. Und zwar, oh, Finja, ich trinke schon was. Ich muss die Dinger definitiv hochstellen. Mitzi, vielen Dank für 2 Monate. Und Nisi, herzlich willkommen, Universum. Vielen Dank für dein Sub. Okay, sie ist wieder weg. Seid ihr bereit? Es geht weiter. Okay. Also das ist ja, das hatte ja alles noch mit der Scheibe zerstoßen zu tun. Das ist ja, nee, das sind ja dann die, wo ich schon war. Hier kann ich ja nirgendwo mehr hin. Na doch, da. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sie halt irgendwie vor dem Feuer so schützen muss oder so, aber... Ich würde halt gern wissen, wo diese Person ist. Sie muss ja irgendwo in unmittelbarer Nähe sein. Wahrscheinlich denkt ihr euch alle so, Alter, Nina, du bist doch völlig durch. Weil es so obvious ist. Aber. Okay, jetzt ist sie raus. Mau! Mach mein Dings. Ich finde, es müsste da hinten weitergehen, aber. Kann ich da einfach durchgehen? Leider nicht. Tada! Flügel sendet ihr mir alle, alles klar. Wenn Feuerlöschen so einfach wäre. Oh! Was? Ja, Maya kam gerade einmal kurz angewuselt. Ja, Maya kam gerade einmal kurz angewuselt. Ja, deswegen ja. Puh. Das tut mir... Warum sendet ihr mir alle Flügel? Kann ich bei ihm... Nee, bei ihm kann ich nicht sehen, was... What happened? Sehr gut. Das war ich nicht. Ich habe alles richtig gemacht. Oh. Das ist nicht gut. Ich call es hiermit, das ist nicht gut. Bist du tot? Also du bist nicht derjenige, der... Keine bösen Wörter. Okay, hier weint noch jemand. Ey, die sind so nah hier. Warum? Das hört sich so an, als wäre das alles so ultra nah. Oh, da sind so Röntgenbilder oder sowas. Sieht aus wie ein Delfin oder so. Also, mit ganz viel Fantasie. Ich will mal kurz die da hinten angucken. Oh, da! Da ist noch jemand. Hallo! Geh weg, bitte! Oh Gott, nein, bitte nicht!
Jody. Ich arbeite mit Professor Dawkins. Sie pensen. Sie sind ins Labor eingedrungen. Kreaturen aus der Tiefe. Ich habe mich versteckt. Aber sie sind hier. Ich weiß, sie sind hier. Hast dich richtig gut versteckt. Aber er funktioniert jetzt. Sie kommen damit hier raus. Bleibst du hier? Aber diese Dinger, die Dinger werden dich töten. Ich bin nicht allein. Wir alle treffen den Tod allein. Sterb, du Miststück! Sterb! Okay, jetzt habe ich auch mal rechts unten und rechts oben gesehen. Das ist natürlich schwer, wenn man das alleine machen muss, ne? Okay, das ist echt super. Okay, ey, die Moves, woher soll man denn wissen, wann man nach oben rechts und oben links und keine Ahnung was machen muss? Also, zum Glück habe ich das umgestellt. Ich hoffe, die Lautstärke war so okay. Ich möchte nichts verpassen hier. Hier weint ja noch jemand. Oder mein Jody. Hallo, geh dahin. Verdient. Okay, also das Ding kann ja aber immer nicht lange in diesen in den Menschen überleben, ne? Das kann ja immer nur eine gewisse Zeit überleben. Also das finde ich schon äußerst interessant. Aiden, ich brauch deine Hilfe. Aiden, tu doch was. Danke. Bleib bei mir, okay? Ja, wo soll ich denn sonst hingehen? Fuck you. Kann ich ihn bekämpfen? Ich töte dich! Das Gute ist, ich sehe gar nicht, wo das passiert. Oh, da. Okay, verstehe. Kann ich hier drüber? Mein Leben ist so viel besser, Leute.
Okay. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich da durch möchte. Sieht aus wie eine Kältekammer und da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Die sind einfach alle schockgefrostet. Oh mein Gott. Der Kondensator ist nah. Ich fühle das Echo der anderen Seite. Lass uns vorsichtig sein. Möglicherweise kommen wir ungesehen durch. Mich nervt das so, dass man sich nicht so komplett umsehen kann. Also, dass ich nicht einfach mit dem rechten Joystick mich so komplett drehen kann. Okay. Noch eine Karte. Verdammt. Ja, irgendwer wird schon eine haben. Aber so wie ich Spiele kenne, sind es nicht die hier. Ach Gott, diese Kamera. Wetten, ich muss irgendwo rein. Wo ist denn jetzt? Kann ich ihn angucken? Nee. Da war doch gerade noch ein X. Oder war er das? Hä? Naja, ich geh mal hier rein. Was hat mir das jetzt gesagt? Dass er keine Karte hat. Ja, there is a card. Give me the card. Treffer. Komm schon. Komm schon. Aiden, ich brauch dich jetzt. Ja. Easy peasy lemon squeezy. Hallo, lass mich wieder umdrehen. Oh nee. Oh. Ich finde, wir sollten da rein, vielleicht. Tatsächlich. Saurons Auge.
Okay, die Musik ist episch. Das wäre aber auch zu einfach gewesen, Jodie. Scheiße. Ja. Das Mistding geht nicht. Noch eine Konsole. Wenn ich die erreiche, haben wir noch eine Chance. Dafür müssen wir nur da durchgehen. Das ist doch super. Es wird ein Kinderspiel. Irgendwas passiert da. Der Energielevel im Kondensator steigt immer noch weiter. Wir müssen ihn jetzt runterfahren. Los! Oh mein Gott, Alter. Okay. Okay, sonst ist ja aber nichts. Mit Aiden sollen wir ja auch nichts machen, ne? Nope. Seid ihr bereit? Schnell zur Konsole. Ja. Ich renne und du beschützt mich vor den Existenzen, okay? Los geht's. Spiel ich jetzt sie oder? Okay, ich kann nicht auf Aiden zugreifen. Aiden. Was muss ich denn machen? Muss ich es auseinanderreißen? In welche Richtung muss ich es denn ziehen? Ich raff's nicht. Also ich zieh's nach unten, aber es passiert halt nichts. Mein Controller vibriert, aber... Ah, okay. Ich verstehe. Ich muss es dann auch wieder loslassen. Es tut mir wirklich leid, dass ich so dumm bin, wie ich es bin. Aber ich hab's jetzt. Ne? Ich hab's jetzt. War die Konsole nicht hier? Ja, ne? Ach nee, doch nicht. Hä, bin ich dumm? Die Antwort ist ja. Oh, Entschuldigung, ja, war falsch. Wie soll ich denn darüber... Au. Sie ist so mutig.
Hä, aber bei manchen Sachen kann ich einfach nichts machen. Ich raff das nicht. Jetzt. Halt dich fest! Zum Glück habe ich diese Hilfestellung, ne? Weil das ist wirklich... Hier jetzt zum Beispiel wieder. Ich ziehe und ziehe und es passiert einfach nichts. Ach so, da hinten wollen wir hin. Wie sehr hättet ihr mich gekillt, wenn ich das verschissen hätte, hä? Also, ich wäre bereit für eine Runde Planet Zoo. Also. Alter. Heiden, bist du da? Oh no! Oh, ich bin da. Ich dachte, du wärst weg. Oh. Ich finde es ja super, dass ich einfach die Person von Aiden angenommen habe, ne? Heide wird's geil, Kapi. Oh, es ist noch nicht vorbei. Oh mein Gott. Jody. Ich hätte dich da niemals reinschicken dürfen. Es ist alles bei dir früh ein. Das war meine Schuld. Mein Gott, ich hatte solche Angst, dich zu verlieren, Jody. Lass nicht zu, dass sie das wieder tun. Wenn sie ein Portal öffnen, wird alles verloren sein. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Was ist denn hier los? What's happening? Oh mein Gott! Hallo! Ihr lieben Menschen! Wartet mal, ich habe noch den Emote-Chat an. Oh Gott, jetzt schlägt mein Herz ganz doll. Das sollte es auch, Nina. Oh mein Gott, hallo! Was ist hier passiert? Wer hat mich geraidet? Gnu! Hallo, ich schreie nicht immer so viel rum. Oh, jetzt bin ich ein bisschen durch den Wind. Hallo, ihr Menschen. Was geht ab in the Club? Erstmal danke, Gnu, für den Raid. Ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Jetzt kann ich mal die Leute nachempfinden, die ich immer so raide. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Gnu. Und ja. Wir spielen gerade Beyond Two Souls. Wir sind noch nicht so weit, weil ich ein Noob bin. Aber wir haben die Schwierigkeitsstufe runtergestellt und deswegen ist alles gut. Also, ja, ich freue mich voll. Saftiges Gnu hat dich gemeldet. Ja! Voll cool! Hallo, ihr lieben Gnus. Schön, dass ihr alle am Start seid. Warte mal, wer hat denn hier gerade noch gesubbt? Also, vielen Dank auch für die ganzen Follows, die hier gerade reinfliegen. Und Elodie, vielen Dank für 2 Monate. Ich mag deine Streams. Ich mag, dass du da bist. Oh mein Gott, jetzt bin ich ja völlig durch den Wind. Erst so ein Stress hier im Spiel und jetzt auch noch so ein Stress hier. Gnu, du machst mich fertig. Ja. Nee, das mit Planet Zoo war ein Scherz. Wir spielen noch eine Runde weiter. Aber das war schon, meine Nerven waren ein bisschen angespannt. Was habt ihr gespielt bei Gnu? Habt ihr Among Us gespielt? Fini fordert eine Dance-Party. Ich kann jetzt keine Dance-Party machen, weil sonst gehen alle Leute wieder, die von Gnu gekommen sind. Ich grüße auf jeden Fall alle, die von ihr gerade rübergekommen sind. Ihr habt Among Us gespielt? Oh mein Gott, wie geil. Wie geil. Ich habe so mitgefiebert. Oh mein Gott, ja, das war aber auch mega spannend. Ein bisschen extrem. Ja, oh mein Gott. Ich habe das Let's Play ja schon geguckt und ich wusste auch, dass es an manchen Stellen spannend ist, aber ich dachte, es wäre ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Also ich war da jetzt nicht so drauf vorbereitet. Jemand hat einen Gruß gekauft. Oh, Caroline, herzliche Grüße. Ah, ich grüße dich. Und Claudi hat gefordert, dass ich einen Schluck trinke. Das ist jetzt auch wirklich nötig, weil ich bin ein bisschen am Zittern, muss ich sagen. Ich würde super gerne Among Us spielen, aber ich habe das schon mal im Stream gesagt, ich habe nicht genügend Freunde. Ich habe überlegt, ob wir das mal mit der Community spielen sollen, weil ich möchte das auf jeden Fall halt so mit Discord spielen. Also, dass man sich auch hören kann, dass man sich gegenseitig anlügen kann, weil ich liebe das. Also, nicht im Real Life so, aber ihr wisst ja, dass Werwolf eins meiner Lieblingsspiele im Real Life so ist. Und das kann man halt leider immer nur spielen, wenn man ziemlich viele Leute um sich drumherum hat. Und ja, deswegen finde ich Among Us halt mega cool. Ja. Ich spiele gerne mit. Ja, wir müssen das mal vereinbaren. Okay. Ich liebe Werwolf. Ja, ist wirklich einfach das beste Spiel ever. So, ich mache den Sound jetzt wieder ein bisschen lauter. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz hier an. Also erstmal, was denkt ihr über das, was geschehen ist? Wir haben völlig vergessen, was gerade... Das war ja wohl mal krank. Würde dich dann wohl zuerst töten. Finja, Kuss geht raus an dich. Wild. Es ist so heftig. Mein Lieblingsspiel ist Werwolf. Ja, bestes Spiel. Das war anders krass. Es ist wirklich... Besessene Wissenschaftler umgebracht. Oh. Ich hätte die nicht umbringen können. Ihr wisst ja, meistens wähle ich den Weg, wo ich keine Menschen töten muss. Kondensator ausgeschaltet. Wie, man hätte den auch nicht ausschalten können? Leichen zum Channeling übersehen. Okay. War das was Schlechtes? Ja. Aber ich denke, wir haben uns ganz gut geschlagen. Wir haben auf jeden Fall das gemacht, was der Großteil gemacht hat. Und jetzt sind wir nachgejagt. Jetzt sind wir obdachlos. Das heißt... Wir sind nach der Szene im Zug, glaube ich.
Seid ihr denn überhaupt schon ready oder müssen wir kurz entspannen? Was ist passiert? Sarah, zu viel ist passiert. Du und Gnu Dream Team. Ja, das hoffe ich auch. Also ich bin mal gespannt, wie wir so miteinander harmonieren. Also ich finde sie mega cool. Ich weiß nicht, ob sie gerade noch zuschaut. Hallo. Ellie, vielen Dank für 3 Monate. Ich will auch so gerne Among Us spielen, aber auch nicht genügend Freunde. Wir machen das, Leute. Wir machen eine Community-Runde Among Us. Wenn wir das Spiel hier durchgespielt haben, okay? Ich weiß ja nicht, wie viele Spielstunden wir noch haben. Dann machen wir eine Runde Among Us. Zusammen. Bei was denn, Bro? Was? Nina, du hast deinen Gruß übersehen. Schon wieder? Ich habe auf jeden Fall noch einen Dance-Break übersehen. Es tut mir sehr leid. Okay, ich mache jetzt ganz kurz einen Dance-Break. Nee, Caroline habe ich gegrüßt. Und sonst? Ich kann halt jetzt nicht mehr die nachverfolgen, die schon was länger her sind, weil jetzt gerade ziemlich viele Follows reingekommen sind. Wegen des Raids. Was ist Werwolf? Bitte nicht hauen. Ein mega geiles Spiel. Du hast ein noch ein bisschen was vor dir. Kennst du das Spiel Munchkin? Nee, das kenne ich nicht. Kostet er morgen aus? Ich glaube schon. Bin zum ersten Mal dabei. Schön, dass du da bist, Chell. Ich glaube, Hack wurde gerade benutzt, deswegen könnt ihr das gerade nicht machen. Hab die, die zu lang her sind, abgelehnt, damit alle ihre Punkte wieder kriegen. Motzlob in den Chat, Leute! Melina, du bist großartig, vielen Dank. Weil darüber hätte ich gar nicht nachgedacht. Auf Handy kostenlos. Ja, okay, aber wir spielen das gerade hinsetzen. Ja, wir spielen das ja dann, wenn dann am PC mit Discord und so. Hab wegen dem Stream das Lernen vergessen. Ups. Among Us kostet nur 4 Euro oder so auf Steam. Ach krass, okay. Gut, ich mach mal ganz kurz einen Dance Break, damit ihr hier auf eure Kosten kommt. Also, ne? Seid ihr bereit? Warte, wir brauchen Musik. Sonst kann ich keinen Dance Break machen, weil sonst ist es noch weirder, als es sowieso schon ist. Und dann geht's auch gleich weiter. Achtung. Nach dem Dance Break sind wir alle wieder entspannt. Auch was mit Party. Wild. DJ, turn down the volume. Okay. Woo! Ich hoffe, die Dance Party eingelöst haben, sind zufriedengestellt. Denn jetzt wird's wieder ernst. Mein Papa gerade, warum tanzt sie denn da jetzt? Och Mann, ich weiß es so auch nicht, Leute. Ihr seid diejenigen, die mich dazu bringen. Aber schön war's. Hat es jemand aufgenommen? Naja, ich filme es ja gerade für YouTube, ne? Also, ihr werdet es ja dann auf YouTube sehen. Hab den gleichen Move gemacht, ja. Aber eigentlich finde ich das ganz geil, wenn wir immer so eine Dance-Break zwischendurch haben. Nur das Problem ist, mein Kabel ist so kurz. Dann kann ich nicht so richtig dancen. Ihr wisst ja, ich dance eigentlich gern. Ich kann es nicht, ne? Aber ich dance gern. Corona-Disco. Ja, ist doch Hammer, oder? Gut. Dann mal los. Oh, ich muss pieseln, ey. Habe ich das schon lauter gestellt? Ja. Ich höre nichts. Ich habe die falschen Kopfhörer drin. Oh mein Gott.
Melina, du bist ein Engel. Danke. Janine hat wieder einen Clip erstellt, super. Sie ist voll fertig. Okay, ich kann Aiden sein. Kann ich sie nicht... What? What? Was passiert hier? Das sind die bösen Existenzen. Oh no. Okay, das ist ja nachdem sie gejagt wurde. Aber als wir gejagt wurden, war das ja noch nicht. Da konnten wir einen ja noch ganz normal benutzen, ne? Benutzen. Einen, du bist kein Objekt. Alles ist gut. Was ist da? Habe ich da was übersehen? Musste ich irgendwas mitnehmen? Warte, ich will nochmal ganz kurz zurückgehen, damit ich nicht irgendwas verpasst habe, weil da bin ich super drin. Okay. Nathan? Jody? Jody, wo bist du denn? Die Monster. Wir sind überall. Großer Gott, Jody, was ist mit dir? Ich bin müde. Ich bin so fertig. Ich glaube, ich schaff's nicht mehr. Sag mir doch, wo du bist. Ich komme. Ich komme jetzt sofort, Jody. Jody! Hey, was war das verdammt? Hilfe! Mann, das nervt mich voll an den Hilfestellungen. Oh, ich bin jetzt er. Bin ich doch nicht. Als ob er sie nicht sieht! Ich habe eine Brandblase, sehe ich gerade. Milan, herzlich willkommen im Universum. Vielen Dank für dein Sub. Vielen, vielen Dank. Jody, nein! Komm schon. Trink. Hey. Hey.
Ich habe schon gedacht, du wirst nie mehr aufwachen. Wo bin ich? Das ist mein Apartment. Nicht so luxuriös, aber es reicht. Ich habe dich gefunden vor ein paar Tagen. Du warst ziemlich hinüber. Du hast dich um mich gekümmert? Komm schon, ist Ehrensache. Du konntest da nicht bleiben. Eingehen wie ein Hund auf der Straße. Ich bin Stan. Wie heißt du? Jody. Willkommen im Land der Lebenden, Jody. Es ist schön, mal wieder Gesellschaft zu haben. Etwas Kaffee? Stark. Schmeckt echt scheiße, aber ist gut gegen die Kälte. Vorsicht, heiß. Wie lange bist du schon auf der Straße? Ein paar Wochen. So ungefähr. Bei mir sind sie jetzt schon 3 Jahre. Ich dachte schon so oft, dass ich... Werd so gut es geht, immer über die Wahrheit gehen. Oder komplett ab, ey. Aber man gewöhnt sich wohl an alles. Sogar, dass man nichts hat. Auf der Flucht. Eltern. Durchgeknallter Freund, sowas. Nein, nichts in der Art. Stress mit den Bullen, ne? Naja, das ist auch echt nicht mein Bier. Solange du keinen umgebracht hast, passt das schon. Kannst du irgendwo hin? Familie? Er hat einen Weihnachtsbaum. Freunde oder sonst irgendjemand? Nein. Ja, da gibt es schon jemanden. Ich will ihn nicht sehen. Jedenfalls nicht so. Wenn du willst, dann bleib. Ich hab nicht viel, aber wir können gerne alles teilen. Ich lieb dich. Danke. Sind ja mehrere Menschen. Na, dann sprechen wir aber mit denen, ne? Hi. Hi. Sie ist schwanger. Kann ich nicht mit ihr sprechen? I want to talk to you. I really, really, really want to talk to you. Mann, ich will mich nicht an jedem Feuer aufwärmen. Mädel, du bist zurück von den Toten? Halleluja, preise den Herrn. Willkommen in unserem magischen Königreich, mein Lady. Oh. Geh da bitte weg. Kann ich denn mit ihm reden? Nicht, ne? Nee. Na gut, dann gehen wir mal zu... Nee, das ist unser Freund. Ach nee, da war die Schwangere.
Oh, was hier? No! No! Jody! Zum Glück hatten wir die Option. Oh nee. Kann ich ihn irgendwie davon abhalten? Kann ich ihn mit einem davon abhalten? Das finde ich doof. Oh, ich kann hier ganz raus. Oh. Da ist unser Vorrat schon leer. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir müssen was besorgen. Willst du sehen, wie alles bei uns hier so läuft? Ja. Luna, auf dich. Ich komm mit. Kommst du mit? Ja. Wo bist denn du? Ach, hier war ich ja noch gar Komm, nicht. Komm, folge mir! Wo bist denn du? Bist du hier? Oh. Schade! Wo ist denn der? Hey, Jody! Ja, wo bist du denn? Also hier war ja sein... Bin ich besoffen? Es tut mir so leid, Leute, ne? Es tut mir wirklich mega leid. Wo ist denn der hingegangen? Der ist doch wieder nach oben gegangen, oder nicht? Ach so, der ist da raus. Wir brauchen etwa $5. Das reicht für was Warmes. Wir versuchen es hier. Ich hoffe, die Kälte macht die Leute großzügiger. Ich liebe euch auch, Leute. Oh, ich wollte doch so kalt. Ja.
Du wirst warten müssen, bis wir Geld kriegen. Denk an was anderes. Kann ich da vorne zu dem Mann gehen und sagen, hey! Stan, ich glaube, das macht wenig Sinn. Wir sitzen beide am selben Platz. Ja. Ich versuch's mal da drüben. Viel Glück dann. Es wurde sich etwas gemerkt, glaube ich, oder so. Da war dieses Zeichen da unten. Hallo! Hast ein bisschen Geld für mich? Ach so. Ich darf hier nur sitzen. Ich kann mich da aufwärmen. Ist nur Futter. Das ist so hart. Hallo. Könnt ihr mich mit zum Pizza essen nehmen, bitte? So macht sie. Ich hab gesagt, wenn es ihm nicht passt. Ich wollte euch zuhören. Dann war Ruhe. Geschieht ihm recht. Nett. Homeless search food. Das ist klasse. Hier. Danke. Sollte ich das tun? Ich muss es tun. Ich darf nichts anderes machen. Wir können das nicht machen, Aiden. Ich bin kein Dieb. Wir lassen es liegen. Ich bin zu eine gute Seele, Leute. Wow, Nina, was ein Move. Das ist sowas von sich zu behaupten. Ja, schau mal da rein. Nee, aber ihr wisst ja, ich hasse es, Regeln zu brechen. Ja, aber das will ich ja jetzt auch nicht machen. Ich guck erstmal, ob ich irgendwie noch. Also irgendwie kommen wir schon an Geld. Wir kommen schon ehrlich an Geld. Kann ich hier rüber? Oh ja. Hallo. Gehört die dir? Ja. Aber heute frieren einem die Finger. Habe ich gerade mit Spielen versucht. Willst du es versuchen? Nimm ja. Ruhig.
sorry eyes. Da werde ich immer so emotional. Cut through the bone. Make it hard to leave you alone. I'd leave you here wearing your wounds, waving guns at somebody new. Oh, baby, you're lost. Baby, you're lost. Was? Baby, you're lost cause. Schweine. Das war ja schön. Aber was war das bitte für ein Sackpärchen, Leute? Also, falls ihr mal einen Musiker oder so auf der Straße seht, belohnt den dann auch, wenn ihr das schön findet. Also auch Obdachlosen oder so, aber denen gebe ich dann lieber was zu essen oder was zu trinken. Aber wow. Seid gute Menschen. Also damit wollte ich übrigens nicht gerade sagen, dass Obdachlose nur das Geld für irgendwas Schlechtes ausgeben, aber ihr wisst, was ich meine. Nein. Danke. Wir haben genug. Wir haben es uns ehrlich verdient. Los, sehen wir, wie es denn geht. Wie läuft's denn? Nicht gut. Du? Heilige Scheiße. Jody, woher hast du so viel Geld? Gefunden. Da war ein Kerl mit einer Gitarre und... Ich spiele Gitarre und ich hab was gekriegt. Oh. Oh, wow, das ist super. Das ist wirklich super. Warte hier, ich hole uns Essen dafür. Ich kann nichts machen. No. Hey, ich will keinen Ärger. Ärger? Ärger? Das ist so respektlos, alter Mann. Sind wir aus der Ärger etwa? Oh, komm schon, willst du das jetzt? Ja, ist schon dabei, Mann. Fuck. Echt los, Alter. Du bist mir zu schwach. Ich muss das selbst tun. Okay. Guck ab, dann passiert euch nichts. Ach ja, sie ist ja, das ist ja nach dem CIA-Training. Der alte Opa hat eine kleine Freundin. Das laufen, ey. Los, demonstrieren wir ihm, was wir mit kranken, verschissenen Mistschütteln tun. Fuck! Das Miststück ist krank! Wir sehen uns später, Miststück. Verdammt, ich hau ab!
Hey. Wie hast du das gemacht? Ich war eine Zeit in der Army. Ja, aber da waren vier von ihnen. Du warst allein. Vier Arschlöcher. Die wissen nicht, wie man kämpft. Los, raus hier, bevor sie wiederkommen. Okay. Okay, Leute, kommt zum Essen. Komm schon, Jody. Los, hol dir auch was. Hey, ich habe sogar noch Schokolade als Nachtisch. Schokolade? Ich kann mich nicht mal erinnern, wie das Zeug ist. Was ist dir passiert, Stan? Es gab einen Kampf. Ohne Jody würde ich immer noch da liegen. Ja. Ihr hättet sehen sollen. Das waren vier Kerle. Jody kämpft wie ein echtes Ass. Baby. Wann kommt denn dein Baby? Nächsten Monat. Sie tritt schon seit Tagen nicht. Ich hoffe, es geht ihr gut. Ihr Freund hat sie oft verprügelt. Er wollte kein Baby. Vermutlich hätte er sie umgebracht. Jimmy? Ist alles okay? Mir ist kalt. Mir ist so verflucht kalt. Drogen. Walter, wie bist du hier gelandet? Ich war mal Highschool-Lehrer. Und irgendwann da konnte ich mir die Raten nicht mehr leisten. Ich verlor mein Haus, den Job, alle Freunde. America. Tja, und hier war dann Endstation. Tuesday. Wo hast du den Namen her? An dem Tag bin ich weg daheim. Gut so. Der erste Tag in Freiheit. Was ist mit dir, Jody? Du erzählst nicht viel von dir selbst. Wie bist du auf der Straße gelandet? Ich hab Sachen gemacht, die schlimm sind. Bis mir klar war, dass man mich benutzt. Ich weiß, das klingt jetzt wirklich seltsam. Aber ich kann Dinge. Das macht mein Leben völlig kaputt. Du sagst, du kannst Dinge, Joey. Inwiefern? Schon seit meiner Geburt ist in meinem Leben diese Existenz. Sein Name ist Aiden. Er ist immer bei mir. Er ist auch jetzt hier. Scheint, als wäre Jimmy nicht der Einzige mit einem Drogenproblem. Böse. Ich lasse ihn noch ein bisschen essen. Was machst du? Vertrau mir. Ah.
Jodie, alles klar? Stan, mein Lieber. Oh, Jodie, lass das, das ist furchtbar. Es ist lange her, Stan. 4 lange Jahre. Nancy. Nancy. Das bist nicht du. Ich bin es wirklich, mein Lieber. Ich war niemals weg. Ich bin an deiner Seite und das für immer. Oh mein Gott. Bricht mir das Herz. Du scheinst so verloren, so gebrochen. Es ist hart, Nancy. So hart. Ich bin nichts mehr ohne dich, meine Liebe. Vollkommen leer. Dein Leben ist noch nicht vorbei, Stan. Nichts wird jemals ändern, was wir zwei hatten. Aber du musst jetzt endlich weiterleben. Arbeite wieder, verliebe dich, sei bitte wieder glücklich. Für mich, Stan. Tu es für mich. Ach, ich vermisse dich. Oh Gott, ich vermisse dich so. Du. Dem Baby. Können Sie nach dem ein Baby Wunder. Gucken? Ein gottverdammtes Wunder. Judy? Danke. Nein, ich möchte nur noch dem Baby gucken. Oh-oh. Tuesday, ist es... Die Wehen haben eingesetzt. Wir brauchen einen Arzt. Wir brauchen ein gottverdammtes Krankenhaus. Nein! Nicht ins Krankenhaus! Sie nehmen mir mein Baby weg! Nein, niemand kriegt mein Baby! Schau dich um, Kleine! Wir haben gar nichts hier! Hier ist nicht mal ein Laken, heißes Wasser! Wir haben gar nichts! Mein Baby! Ich will nicht, dass mein Baby stirbt! Halt durch! Ganz ruhig! Uns fällt was ein! Hey, Jimmy. Die Straße runter steht ein verlassenes Gebäude. Such einen Weg dort rein. Ich kümmere mich darum. Los. Walter, du setzt dich und bleibst hier bei Tuesday, okay? Jodie, komm mit. Wir besorgen alles, was wir brauchen. Und du, Kleine, warte mit deinem Baby, bis wir zurück sind, okay? Ich versuch's ja. Aber ihr müsst euch verdammt beeilen. Als ob wir nur so langsam gehen können. Was sollen wir tun? Kennst du einen Arzt oder so? Nein. Wir haben auch nichts, um ihn bezahlen zu können. Also was machen wir dann? Hör zu. Ich will für dieses Baby eine Chance in dieser verfluchten Welt. Das Kind braucht Wärme und es soll Windeln und ein Fläschchen haben und Kleidung, wie jeder andere normale Mensch auch. Ich lasse nicht zu, dass es im Müll unter einer Brücke geboren wird. Okay, was ist dein Plan? Ich habe keinen. Aber uns fällt was ein. Komm! Da drin ist alles, was wir brauchen. Wir müssen nur rein. Gott verdammt! Es muss doch gehen. Es muss doch irgendwie gehen. Nein, lass mich nur machen. Hä? Was? Was willst du tun? Vertrau mir einfach. Okay, Alarm aus.
Das spart uns nachher noch Ärger. Schlau von mir. Irgendwo muss ein Schalter für das Rolltor sein. Was ist das? Was habe ich hier mitgemacht? Nee. Ein Schalter. Wir müssen den Schalter finden, um das Tor zu öffnen. Ja, aber warum? Nein! Boah, es nervt mich so mit dem... mit den vorgefertigten Dingern. Darf ich jetzt bitte darüber? Ich kann halt nicht mehr darüber fliegen. Darf ich da runter? Verdammt, wie hast du das denn gemacht? Erkläre ich dir später. Wir nehmen, was wir brauchen und hauen ab. Geh doch. Achso. Ich habe so viel ich tragen kann. Okay, dann lass uns hier abhauen. Komm. Oh, da seid ihr ja. Los jetzt, das Baby kommt. Seid ihr in das Gebäude reingekommen? Ja, ja, Walter ist bei ihr. Kommt, wir müssen uns beeilen. Kann ich das wieder zumachen? Naja. Tja, Leute, dann bringen wir jetzt wohl mal ein Baby auf die Welt, ne? Langmuscheln. Achso, da ist wieder Stapfen. Los hier lang! Gerade noch rechtzeitig, Jungs. Das Baby wird jede Minute rauskommen. Und jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Geht! Und zwar alle. Außer Jody. Ich will nur Jody. Und die so, ciao. Du weißt, dass ich bei sowas noch nie dabei gewesen bin. Also, ich auch nicht, aber... ich will nicht, dass da alle stehen und mich anstarren und ich gehe hier ein vor Schmerzen. Oh! Okay. Okay, keine Sorge. Keine Sorge, wir finden einen Weg. Uns fällt schon was ein. Ich meine, wie schwer kann das werden? Okay, los, die ziehen wir dir schnell aus. Seid ihr bereit, ein Baby auf die Welt zu bringen, ey? Ich kümmere mich um die Matratze. Halt euch. Okay, du kriegst das hin. Komm schon, pressen! Pressen! Ja, es ist...
Tuesday immer weiter atmen. Ein und aus. Ein und aus. Ich atme doch. Oh, verflucht, ich mach doch. Ist bald vorbei. Okay? Ganz toll machst du das. Ich kann sie sehen. Der Kopf ist schon da. Ich sehe den Kopf. Jetzt press. Pressen. Halleluja. 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 Oh nein. Warum schreit es nicht? Sie ist da, Tuesday. Yay! Yay! Wir haben ein Baby geboren! Jetzt noch die Nabelschnur. Yay! Also einmal klingt man die noch ab, aber I guess. Okay. Es war bisher nicht so einfach, mein Schatz. Aber wir schaffen das. Mom und du. Ich verspreche es. Nichts hält uns jetzt noch auf. Ich hole jetzt die anderen. Das ist so schön. Honey, auf dich. Wow. Es ist so winzig. Das ist ein Mädchen. Ich nenne sie Zoe. Scheiße, Mann. Sie ist gottverdammt unglaublich. Hey, hör auf zu fluchen, Walter. Sie versteht alles, was du sagst. Nein, sie ist mehr als unglaublich. Sie ist einfach märchenhaft schön. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft, Jungs. Und Jody. Du bist eine Magierin, Jody. Unsere Magierin. Ich bin so froh, dass wir ehrlich zu denen waren. Nee, bitte keine Scheiße schon wieder. Ich mach schon mal ein bisschen leiser. Was zur Hölle? Scheiße. Was zur Hölle? Stan, mach auf! Was? Oh Gott! Wo sind die anderen? Boah, ist hier über den Flur. Jimmy und Tuesday und Zoe sind oben. Los, raus hier, ich hol sie. Nein, 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 ich komm mit dir. Nein, nein, ich gehe allein. Aber... Los, raus mit dir! Okay, wir müssen als erstes das Baby retten, so leid es mir tut. Oh, okay. Dann hör doch auf zu labern! Lauf! Alter, ich hasse diese fucking Kameraführung. Ey, ich raste aus. Ich raste echt komplett aus.
Warum konnten die nicht eine ganz normale Kameraführung machen? Ach du Scheiße. Ich brauche Hilfe! Ist da keiner drin gewesen? Komm schon, Jimmy! Spring! Ich komm nicht raus! Du kannst! Komm schon, spring! Wenn er nicht kommt, dann zwingen wir ihn dazu. Alter, geh. Alter, ich raste komplett aus. Ich raste Kann der nicht diesen Schutzwall machen? Mann, wo soll ich denn jetzt hier lang? Kann man noch weiter hoch? Okay. Jodie, Jodie. Oh mein Gott, du bist am Leben. We did it. Ich weiß nicht, wie du das geschafft hast. Ja, ich auch nicht. Unglaublich. Zoe, wie geht's Zoe? Gut. Sehr gut. Wie kam es bloß zu dem Feuer? Die Wichser. Die Wichser. Was, Jungs? Nur Benzin, ein Feuerzeug und die Ratten springen aus dem Nest.
Pfeif darauf, Happy End. Ich sagte, wir sehen uns, Mistick. Alter, da ist ein Baby. Hey, lass sie in Ruhe. Tja, das ist jetzt leider euer... Todesurteil. Hast du das drauf, Ed? Ja, Mann, ist alles drauf. Okay, dann komm, los, weg. Was da, oder? Sie atmet nicht. Sie atmet nicht. Oh mein Gott! Sauerstoff! Wir brauchen Sauerstoff! Nein, ich darf nicht wieder. Wir verlieren sie. Ich darf nicht mehr. Jodie, nein! Bitte bleib bei uns, Jodie. Bleib bei uns. Bin ich tot? Ist das die Mutter? Aiden? Aiden?
ein. Ich wollte nicht mehr hier. Nee. Zoe wird heute 3 Monate alt. Ich erzähle ihr oft von dir, damit sie weiß, was du für sie getan hast. Oh, und ich benutze übrigens wieder meinen richtigen Namen. Ich heiße Elisa. 3 Monate? Jody. Wir alle. Dadurch. Aber der sieht ein bisschen besser aus, oder? Wir haben die Mistkerle geschnappt, die unser Haus abgefackelt haben. Das Benzin an ihren Sachen war der Beweis. Wenigstens etwas. Oder? Arschlöcher. Er sieht auch besser aus. Ich hab den Job. Oh. Und dieses kleine Apartment. Ja. Na, mir geht's ganz gut. Komm wieder, Jody. Krieg direkt wieder Pipi in den Augen. Wir vermissen dich. Ich frage mich, und wahrscheinlich ist es auch so, wenn wir nicht ehrlich gewesen wären und ihm nicht die Kräfte gezeigt hätten, dann wäre er sicherlich noch auf der Straße. Oder? Was meint ihr? Ja, die haben wir hier. Gehirntrauma und Schädelfrakturen. Sie liegt schon seit Monaten im Koma. Können wir zu ihr? Nö. Wir sind von der CIA. Sie wird gesucht wegen Verrats. Nö. Also, wir haben einen Haftbefehl, wenn Sie den sehen wollen. Okay. Ich bring sie zu ihr. Nö. Darf ich das Fenster kaputt machen? Nein? Ach so, muss ich mich im Schrank verstecken? Hä? Oh. Also, wo ist sie? Ja, merkwürdig. Ich bin nicht da. Sie müsste hier sein. Scheiße. Sie ist aus dem Fenster raus. Das ist unmöglich. Wir sind im 5. Stock. Sie kann nicht durchs Fenster. Melde das. Deine darf nicht entwischen.
Es ist Hopper. Nee, aber das ist doch der Kopf vom Anfang, oder? Boah, das ging aber echt lange. Also, Stan die Wahrheit erzählt, haben nur 52% keinen Selbstmordversuch unternommen. 35% haben Selbstmordversuch unternommen. Schläger besiegt, ehrlich Geld verdient. Genug Geld, warmes Essen, ehrlich über Aiden. Nicht allen nach dem Abendessen kaufen. Ja, aber wollte ich ja. Ich wollte ja allen helfen. Ah, Mann, das ärgert mich jetzt voll. Ich hätte denen auch helfen können. Achso, ich mach mal wieder den Dings aus. Dann könnt ihr jetzt wieder... Oder hattet ihr den schon ausgemacht? Oh, Entschuldigung. Melina hatte ja schon ausgemacht. So. Jetzt aber. Musste bei Nancy so weinen. Ich auch. Ey, das ist... Oh mein Gott. Das war emotional. Ich hatte Pipi in den Augen. Ich hätte so sehr gehofft, dass ich den anderen auch helfen konnte. Und anscheinend konnte ich denen ja helfen, aber es ging ja irgendwie nicht. Hätte ich zuerst den anderen helfen müssen? Die Synchronstimme von dem obdachlosen Stan ist die gleiche Stimme wie von Joel aus The Last of Us. Echt? Mir gar nicht aufgefallen. Diese Anspannung durchgehen, das war aber jetzt auch hardcore spannend. Also das war schon richtig heftig. Es ist so ein krasses Spiel, hab das auch gespielt. Das Einzige, was blöd ist, ist wirklich die Steuerung. Also wirklich, die Steuerung ist so für den Arsch. Wirklich, richtig für den Arsch. Also das mit dem Reagieren und so, das finde ich cool. Jetzt, wo ich die Hilfen habe, funktioniert das ja auch super. Aber die Kamera, ey, die ist so für den Arsch. So krass wie anders das Spiel bei dir verläuft, habe es ja auch schon gespielt und kam zu einem ganz anderen Ergebnis. Ich bin super gespannt, wenn wir durchgespielt haben, dann könnt ihr mir mal erzählen, was bei euch so passiert ist. Also so wesentliche Dinge. So, ich werde jetzt auch noch die Subs vorlesen, die noch reingekommen sind, während wir das gespielt haben. Jetzt verstehe ich, wieso das Spiel ab 16 ist und ich bin 18, hatte Gänsehaut. Ja, also wirklich, das war richtig heftig. Ich fand, jetzt war das auf jeden Fall gerechtfertigt und ich bin froh, dass es so war. Wem konntest du nicht helfen? Da steht ja nicht allen nach dem Abendessen geholfen und ich glaube, ich hätte ja auch noch zu den anderen, also zu, wie hießen die? Walter und der andere da. Denen hätte ich wahrscheinlich auch noch gehen können und hätte denen auch noch ihr Leben besser machen können oder so. Keine Ahnung. Ah. Kann man das irgendwann auch auf PS5 spielen? Ich schätze nicht, dass es noch für PS5 rauskommt. Ich weiß es aber nicht. Weil das ist ja jetzt auch schon, ich meine, das wäre kurz nach The Last of Us oder so rausgekommen. Ja, weiß nicht, ob das nochmal kommt. Vielleicht hättest du die anderen zuerst machen müssen. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich hätte zuerst zu den anderen gehen müssen und als letztes zu Stan. Das finde ich ein bisschen schade, dass man das dann nicht mehr selber entscheiden kann. Das gab es ja schon auf der PS3. Ja, eben. Und ich glaube, dass es dann nicht nochmal bis zur neuen Konsole übersetzt wird. Walter, Jimmy und Eliza, genau. Der Junkie war irgendwie hot, also im Krankenhaus. Das ist schon ein Remake für die Vierer, ja. Wobei GTA 5 auch für jede Konsole kommt. Ja, GTA 5 ist aber ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Das ist ja echt, habe ich letztens mit Malte auch drüber gesprochen, weil er meinte, dass er ein Gerücht gelesen hat, dass PlayStation sich da das als Exklusivtitel sichern will. Oder Xbox, nicht mehr PlayStation. Und ich kann mir das nicht vorstellen, weil... das ist einfach so ein riesen so ein riesen Hype-Spiel ist und ich glaube nicht, dass die, also GTA 6 meine ich, also das nächste, ne? Und das glaube ich nicht, dass die das für sich sichern können. Das war so traurig, ich muss das erstmal verarbeiten, ja. Also es ist aber ein anderes Traurigsein als bei Life is Strange irgendwie, finde ich. Also
Weil ja im Endeffekt, klar, sie wird jetzt weiter verfolgt und so, aber mir hat das so gut getan mit dem Baby und dass es Stan gut ging, weil Stan war mir mit so am wichtigsten, muss ich ehrlich zugeben. Also die anderen waren auch süß, aber Stan hat uns im Endeffekt ja gerettet. Und deswegen, ja, spielen sie noch weiter. Du siehst mich. Stan ist mega cute. Ja, voll der Süße. Ich bin mal gespannt, ob der nochmal irgendwann vorkommt. Aber ich werde nicht weiterspielen, ihr Lieben. So leid es mir tut. Wir haben ja jetzt schon 2,5 Stunden aufgenommen und also gespielt. Und ich kann das nicht immer so alles auf einmal spielen. Vor allem, weil jetzt, das ging ja gerade schon wieder extrem lang und ich weiß nicht, wie lang das nächste jetzt gehen würde. Und deswegen, ja, mal schauen. Ich finde Life is Strange besser bisher. Naja, aber ich finde, man kann das auch überhaupt nicht miteinander vergleichen so. Also ich habe das jetzt gerade nur von den Gefühlen her verglichen. Das sind halt 2 komplett verschiedene Spiele. Das wäre wie wenn du, weiß ich nicht, Call of Duty und Last of Us vergleichst oder so. Also es ist halt komplett anders. Ne? Ich beende mal kurz die YouTube-Aufnahme. Danke fürs Zuschauen, wenn ihr beim nächsten Stream dabei sein wollt. Dann schaut auf Twitch vorbei, könnt ihr mir folgen, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich dann anfange zu streamen. Und auf Wiedersehen. So, tschüss.